Moin, das ist oder ein ausziehbarer Grillspieß. Kann ich bis auf, ich sag mal, über 70 cm, glaube ich, ist das Ding nachher lang. Also weit weg vom Feuer. Da will ich mir ein Feuerblasrohr draus bauen. Kaufen kann man die auch, aber selber bauen müsste auch funktionieren. Wenn ihr gucken wollt, wie ich das mache, dann bleibt dabei. So, natürlich könnt ihr den Kram auch mit der kleinen Pucksäge absägen. Aber ich habe hier gerade die Trennscheibe gehabt und dann mache ich das damit. Das ist Punktverschweiß, das kriegt ihr anders nicht raus. So, jetzt muss nur noch der Griff hinten ab. Und hier ist die Kerbe, dass ich die Antennenelemente, sage ich mal, nicht hinten durchschieben kann. Also ich kann den hier kurz danach abschneiden oder eben diese 4-5 cm länger lassen. Ich mache den mal ein bisschen kürzer. Das war's. Bisschen schleifen. Super. Das ganze Ding ist jetzt wie lang? Knapp 17 cm. Ausziehen. Oder 66 cm. Das ist weit genug weg vom Feuer, würde ich sagen. Und funktioniert. So, und jetzt bauen wir nur noch so eine Kugelschreiberklammer an, dass man den auch irgendwie im Rucksack befestigen kann. Gut, bisschen Lacker. Zack, und ein Halter für den Rucksack zum Anklemmen. Schönes, ausziehbares Feuerblasrohr. Klasse. Super. Wenn es gefällt, gebt mir einen Daumen und sonst viel Spaß beim Nachbauen. Tschüss.